Und den möchte ich jetzt noch weiter ausbauen. Ihr seht vielleicht auch schon, dass die Knospen schon ordentlich vorantreiben. Es gibt allerdings auch Schwachstellen. Die erste Schwachstelle, die ich jetzt entfernen möchte, ist dieser Ast hier, der, wie man das vielleicht so erkennen kann, hier relativ dick ist gegenüber diesem Ast. Den nehme ich raus, weil er schon in Kürze sonst, wenn er weiter austreibt, die gleiche Dicke des Stammes haben wird. So, der ist weg. Die Wunden versäubere ich natürlich hinterher wieder. Da will ich euch nicht mehr weiter mit aufhalten. Jetzt gibt es hier einen schönen Schwung im Stamm, im Stammverlauf. Das ist einmal hier. Dann geht es hier fast spiralförmig rein. Dann geht es hier weiter. Und ich möchte den Stamm hier weiterführen. Deshalb nehme ich hier einfach die jetzige Spitze weg. Das soll es fast schon gewesen sein für diesen Baum. Bis auf das... So, ich mag es kaum sagen, jetzt ging gerade mein Festnetz und ich habe mich hier völlig rausgebracht. Das Gespräch war allerdings nur sehr kurz, nur musste ich die Aufnahme unterbrechen. Ich habe also diesen dünnen Ast hier noch einmal eingekürzt. Ich zeige ihn auch nochmal. Diesen dünnen Ast, der jetzt ja unterhalb des dicken, den ich gerade entfernt habe, unterhalb diesen Ast gewachsen ist. Und lasse den weiter wachsen. Ich habe ihn jetzt eingekürzt, damit er nicht so schnell an dicken Wachstum zunimmt. Und nicht nachher diesen Ast wieder ablöst, den ich gerade erst weggeschnitten habe. Deshalb lasse ich den jetzt erstmal in Ruhe austreiben. Ansonsten ist diese Einbuche für dieses Frühjahr erstmal fertig. Da wären wir jetzt mit der zweiten Hainbuche. Ich habe gestern vermeintlich diese Buche bereits gefilmt und dachte, ich hätte sie auch verarbeitet. Als ich dann auf der Platte nachgesehen habe, beziehungsweise auf dem Speicherchip nachgesehen habe, stellte ich fest, dass eben diese Speicherkarte voll war. Und dass ich jetzt eigentlich gar keine Aufnahmen von diesem Baum habe. Nun, ich werde also einfach nochmal eine kleine Sequenz dranhängen, was ich vorhabe. Gestern habe ich die Drahtung dieses Baumes abgenommen und habe gesagt, ich warte bis heute, um zu sehen, wie weit er sich wieder aufrichtet. Denn der war hier so weit runtergezogen. Nun, er hat sich überwiegend wieder aufgerichtet. Was mache ich jetzt? Ich muss das Ganze nochmal ziehen. Ich habe allerdings oben das abgestorbene Stück, was durch den Draht abgestorben ist, bereits abgetrennt. Und in der Zwischenzeit ist der Baum wieder aufgestanden. Nun gut, ich habe mir jetzt aus dem Zoofachhandel einen kleinen Schlauch geholt, das heißt, den habe ich vor 20 Jahren geholt und der taugt trotzdem noch für sowas. Den schneide ich jetzt erstmal ein kleines Stückchen ab. Der Draht ist ohnehin noch da. Jetzt fädel ich den Draht hier durch, das heißt, wenn es funktioniert. So, ja, es geht. So. Weil, wie gesagt, gestern habe ich festgestellt, das obere Stück war abgestorben durch den Zug des Drahtes. Und es hatte, ja, ich glaube, 7 Monate dran gesessen, hatte also damit den Ast abgewürgt. So, jetzt gehe ich hierbei, biege den ein wenig runter. Ich will ja nur einen kleinen Schwung haben, ich will ja nun keinen Flitzbogen haben, sondern ich möchte ein bisschen mehr Bewegung in diesem Stamm. Dazu bedarf es einer solchen Zugdrahtung. So.
das fixiere ich jetzt hier mal. Kommt mir der Ast in den Weg. So. Das sollte reichen. So, jetzt habe ich das so gelöst. Ich habe die Seite, wo sich das Wurzelwerk gehoben hat, weil diese Schale ist relativ glatt und es ist halt erst ein Jahr hier drin, und habe als Gegengewicht den Stein draufgelegt, aber auch das Substrat erneuert hat. Jetzt hat er in Ruhe, alle Ruhe und Zeit, die er braucht, um sich zu etablieren, um einzuwachsen, und dann schauen wir einfach mal in ein paar Monaten wieder drauf, was daraus geworden ist. Aber Carpinus orientalis, die orientalische Hainbuche, davon habe ich heute eine Lieferung bekommen. Die Bäume sind ganz frisch aus dem Wald geholt, von jemandem, der dort einen Wald besitzt, und mir zugeschickt worden. Diese Bäume verkaufe ich auch, das wissen die meisten von euch, die es sehen jetzt hier. Ich möchte nur mal ein paar Kandidaten vorstellen. Ich habe noch lange nicht alle präsentationsfähig und auch noch nicht zugeschnitten und sonst was. Das ist alles eine Sache von mehreren Stunden, die sich dann ergeben wird. Ich glaube, so ungefähr 30 Stück habe ich jetzt hier insgesamt. Und ich muss dazu sagen, selbst die große Kälte, die hier ja vor ein paar Wochen noch eingebrochen ist, haben die alles super gut überstanden. Und ich kann an diesen Trieben hier erkennen, dass die auch bereits austreiben. So, jetzt haben wir hier einmal ein Beispiel. Hier überall am Stamm sieht man ganz deutlich Austriebe bzw. Knospen, die dieses Jahr unbedingt an die Luft der Welt wollen oder an das Licht der Welt wollen. Das ist jetzt eine Variante. Es gibt sie natürlich in verschiedenen Formen, aber nicht in verschiedenen Farben. So, hier möchte ich diesen Baum trennen. Hier oben treibt schon alles aus. Das ist einer der Bäume, die vor der großen Kälte, 3 Tage vor der großen Kälte angekommen sind und auch ins Sphagnummoos gepackt, damit die Wurzeln sich entwickeln können. Und dann in Ruhe gelassen, aber draußen gelassen. Die haben bis dorthin unter Schnee gestanden. So, und jetzt guckt euch diesen Stamm mal an. Was sieht man da? Ist das nicht herrlich? Dieser Stamm ist gespickt mit Knospen. Deshalb werde ich den auch erheblich einkürzen und diese Knospen machen lassen, was sie wollen. Das ist natürlich auch glaubwürdiger für einen Bonsai, wenn er eine entsprechend geringe Höhe hat, einen dazu passend dickeren Stamm und dann entsprechend austreibt und die Äste sich vernünftig stellen lassen. Denn solche Äste hier zum Beispiel, hier ist ein Ast, der sich verjüngt, aber hier ist ein Ast, der sich überhaupt nicht verjüngt, der genauso dick ist am Anfang wie am Ende, der müsste sowieso fallen. Also werde ich das Ganze durchkorrigieren und dann mal gucken, was der Sommer mir bringt. Und eine habe ich mir dann noch vorgenommen, da war ich mir nicht ganz sicher, als sie ankam. Überlebt sie nicht, weil es hier in der Spitze einen Knick gibt. Es ist nicht so tragisch, wie ich das gedacht habe. Und ich finde diesen Stamm bemerkenswert. Seht es euch genau an, was ich euch hier zeige. Das ist ein Habitus, den finden wir hier nicht im Wald. Das ist also ein Habitus dieser orientalischen Hainbuche. Jetzt mache ich eins. Ich habe festgestellt, die oberen Äste sind okay, das heißt, die wachsen bzw. zeigen deutliche Lebenszeichen. Und diese Spiren hier unten, die können wir nicht gebrauchen. Sie verdecken den Stamm oder würden den Stamm auch in eine andere Proportion bringen, dadurch, dass sie eben da unten.
Die werde ich jetzt erst einmal verschwinden lassen. Auch wenn es lebende Zweige sind. Allerdings glaube ich nicht, dass die ganz verloren sind. Ich glaube schon, dass man die auch zu einem Steckling verarbeiten kann. So, jetzt habe ich hier ein paar Schnittflächen natürlich, die gleich noch mit Wundmittel versorgt werden müssen. Dann ist hier noch ein Knubbel, der abgestorben ist, der kann weg. Hier ist ein Knubbel, der abgestorben ist, der kann auch weg. Hier ist ein Ast abgebrochen beim Transport. Und der Ast ist filigran, passt gut dazu. Und der Ast ist mir wieder zu dick. Den nehme ich raus. Die Spitze, wie gesagt, die ist ein bisschen wackelig, weil sie beim Transport angebrochen wurde. Aber es stehen drei Knospen dahinter. Ich lasse sie den Baum damit arbeiten. So. Und mache die alte Schnittstelle aus Kroatien erstmal ab. Gleich gibt es noch die Wundversorgung, aber nicht mehr in diesem Video, denn ich möchte etwas ankündigen. So, gleich sind wir soweit. Prima. So. So, es warten schon einige gespannt darauf. Nicht, weil ich schon geplaudert habe, lieber Frank. Und lieber Patrick, aber ihr beide wartet drauf. Ne? Mit dieser Lieferung, die ich heute erhalten habe, sind drei etwas dickere Capinus Orientalis gekommen. Frank Abbing und Patrick von My Trees in the Pot bekommen jeder eine davon. Ich sehe zu, dass die möglichst gleichwertig aussehen. Und wir schauen uns im Laufe der Zeit schlichtweg einfach mal an, wie sich diese Bäume entwickeln. Patrick meinte, das ist ja eine Challenge. Ich sage, okay, Challenge kann man sagen, aber wir wollen ja nicht gegeneinander, sondern miteinander und möglichst ohne uns gegenseitig zu beeinflussen. Also, die gleiche Baumart, etwa ähnlichen Habitus und das, was wir draus machen, das ist am Ende entscheidend. Jeder sieht seinen Baum anders. Wir haben schon öfter auch mal in manchen Foren diskutiert, dass also, ja, Frank sagte, ich würde das anders machen und ich sage, ich würde das wieder anders machen. Genau das ist nämlich der Punkt, wo ich sage, okay, wir sind drei Personen, drei unterschiedlich denkende Menschen, was für Bäume wird das geben? Und genau diese Challenge, wenn man es so nennen will, kommt jetzt auf uns zu. Denn ich werde entsprechend den beiden Bilder zukommen lassen von den Bäumen, die ich aussuche. Und dann sucht sich jeder einen aus. Dann versende ich die Bäume. Und irgendwann in den nächsten 2-3 Wochen fangen wir an, jeder seinen eigenen Baum zu gestalten. Jeweils im Video. Und das Ganze wird sicherlich einige Jahre in Anspruch nehmen. Und darauf freuen wir uns schon ein bisschen länger. Es hat nur mit Kroatien nicht ganz so gut geklappt und dann kam eben diese große Kälte. Und jetzt sage ich nur, lasst mir einen Daumen da, guckt öfter rein, erlebt die Challenge, guckt bei Frank rein, guckt bei Patrick rein. Es wird noch weitergehen. Es gibt noch andere Dinge, die mir so eingefallen sind und ich bin froh, dass die Jungs das mitmachen.